Willkommen zurück zu SimCity Build It. Wir sind, ich bin gerade dabei, einige Sachen vorzubereiten. Ihr seht, hier wird einiges hergestellt. Mein Lager platzt. Es fehlt nicht mehr viel. Und ja, ich fürchte, ich muss es machen. Ich muss Simcash ausgeben, um mein Lager zu erweitern und um das da zu machen. Fehlt nicht mehr viel. Aber ja, ich werde es wahrscheinlich machen. Hier haben wir den Turm der Geologie vom legendären Gebäude in der letzten Folge. Ich bin gerade dabei, Frachtschifflieferungen vorzubereiten. Und danach können wir auch noch eine Katastrophe auslösen. Strandbereich erweitern, gucke ich mal. Fehlt auch nicht mehr viel, aber das werde ich dann wahrscheinlich nicht machen. Frachtschiff, da fehlt nur noch eine Uhr und drei Bretter. Die Uhr ist so gut wie fertig. Und die Uhr sollte auch gleich fertig sein. Im Pass habe ich was freigeschaltet, 20 Simcash. Davon wird nichts übrig bleiben. Und das Frühlingsfest, da habe ich 5000 Simoleons freigeschaltet. So, schnappen wir uns die Uhr. Akzeptieren. Und ablehnen. Dann lösen wir gleich noch eine Katastrophe aus. Ihr seht, ich bin zweiter Platz. Vielleicht schaffe ich es noch auf den ersten Platz. Wenn nicht, dann bin ich eigentlich mit den 100 Simcash ganz zufrieden. So, dann lösen wir noch eine Katastrophe aus. Und danach können wir auch gleich den Turm verbessern. Ah, ein herrlicher Tag für die Wissenschaft und für Chaos. Ich mach mal wieder... das kann ich nicht machen. Das bringt nicht genug Punkte. Eine Alien-Invasion. Stufe 2. Los geht's. UFO-Alarm. Eins, zwei, drei. Ausbau. Bootturm Stufe 9. Jetzt geöffnet. Erdbeben Level 3 freigeschaltet. Okay. Hier. Maximale Kraft erreicht. 6. Schäden 6. Und nur 3 goldene Schlüssel. Okay. Aber nur leichte Schäden. Nicht so wie bei UFO, wo dann ganz viel abgefragt wird. Was? 20? 20? Nee. Ich sammle kein 20 Stahl.
Das ist ganz okay eigentlich. So, unser Lager ist zwar mehr oder weniger leer, aber es wird nicht lange halten. Ich wollte das nicht tun. Aber ich habe es getan. Da fehlt auch nicht mehr viel. Ah, hier fehlt noch ein bisschen. Das würde ich auch gerne machen, aber... Das kostet so viel. So viel Simcash. Ich weiß gar nicht wirklich, wofür man das sonst braucht. Außer für sowas. Eine Baggerschaufel. Hey, okay, ich mach das doch. Weil da halt eine Baggerschaufel noch drin war. Ich krieg's nicht hin. So. Und jetzt müssen wir das noch verbessern. Einfach aufs selbe Level bringen. Damit es besser aussieht. Cool, jetzt haben wir hier so eine Ecke drinne. X. So. Und nein. Down. Endlich mal wieder ein bisschen Platz im Lager. So, was fehlt uns denn? Fehlt uns irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich glaube, vielleicht werden wir in der nächsten Folge gegen das Monster schon wieder kämpfen. Ja, 19 Stunden kommt das. Jetzt leider noch nicht. Simoleons verdienen 15.000. Sind hier 15.000 drinne? Ich weiß es nicht. Ja, locker. Ich hätte sogar weniger einsammeln können. Egal. Ein Frostfjordgebiet verbessern. Mal gucken. Wir sind dicht hinter dem ersten Platz übrigens. Gucken wir mal, ob wir irgendwas verbessern können. Zweimal Zement. Ja, Zement und Mineralien. Beides zusammen ist natürlich doof. 4 Uhren. 2 Leitern. Ich glaube, die Leitern sind leichter. Gucken wir mal, wie lange 2 Leitern dauern. Eine Fernbedienung brauchen wir gerade nicht. 2 Bretter, 2 Stahl sind also relativ leicht. So, dann stellen wir mal hier 2 Bretter her mit dem Boost noch. Ja, dann brauchen wir noch 2 Bretter mehr. Und dann haben wir schon eine Leiter mehr. Dann brauchen wir noch ein Tierfutter. Und ein Fischbein.
Fisch, glaube ich. Ich glaube, es war ein Fisch. So, dann akzeptieren wir das mal. Nicht, dass ich es wieder vergesse. Zwei Fische. Es waren zwei Fische, okay. Und fertig. Ah, 16.000 verdienen. Kaninchenkarussell einsammeln und verkaufen. Gut ist das denn eigentlich? 10 mal 10, 20% ist eigentlich schon ziemlich gut, aber wie speichern? Man kann die nicht mehr verkaufen. Warum kann man die nicht mehr verkaufen? Seit wann kann man die nicht mehr verkaufen? Naja, egal. Die Uhr. Fünfzig Sekunden noch, dann können wir mehr Leitern machen. Mehr Bretter, nicht Leitern. Ansonsten gäbe es jetzt erstmal eigentlich nichts zu tun. Simoleons verdienen, mache ich häufig diese Steuern, sammle ich die ein und mache das. Katastrophengebiete kann ich ja mal nochmal gucken. Ich muss drei aufbauen. Da muss ich jetzt eine halbe Stunde warten. Ja. So, noch zwei Bretter. Das ist auch gleich fertig in einer halben Minute. Und dann machen wir hier noch die letzte Leiter. Und danach würde ich sagen, ist die Folge auch schon vorbei. Wir sind gerade bei 13 Minuten. Das ist so eine gewöhnliche Folge. Die letzten paar Folgen waren ja auch ziemlich lang. Und momentan gibt es auch ziemlich viel SimCity Builded. Im Vergleich zu Clash of Clans. Da muss ich dringend noch mehr aufnehmen. So, ich habe gerade noch gesehen, Lieferung nach Tokio. Lieferung nach Tokio. Start des Flugzeugs in 26 Minuten. Gemüsesmoothie und Schränke mag ich nicht. Nee. Das kann ganz okay sein, aber ich glaube, ich mache das nicht. Ich habe noch gar keine Gebäude von Tokio. Also hier diese Wohngebäude. Also ich brauche das eigentlich noch nicht. Ich will welche davon bauen, aber erstmal nicht. Nun
gut, Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.